Hey, salut zusammen. Herzlich willkommen auf unserem Kanal Käseflora mit Cooper und Frei. Wir sind heute hier mit dem Peter auf der Oberen Fluenalp und kochen mit euch. Heute gibt es Elbler Makronen. Und was ist nicht besser, wenn der Elbler die Makronen kocht? Und deswegen sind wir heute auf der Obersten Fluenalp beim Peter Wallimann. Peter habt ihr schon kennengelernt, wenn ihr unseren Film angeschaut habt, wo wir mit dem Josef Enz Sprints gekästert, haben wir im Sommer bei Peter Milch geholt. Und wir kochen heute zusammen Elblermakronen. Und es ist das Geheimnis von Peter, was wir heute kochen. Die Elblermakronen macht nämlich jeder etwas anders. Und wir freuen uns jetzt, hier immer über die Schulter zu schauen. Vielleicht lernen alle noch etwas davon, auch wir. Wir kochen heute über dem offenen Feuer unsere Elblermakronen und das Erste, was man macht, wir haben einen Keli gekocht. Und der macht schön warm und er schmeckt lecker. Und jetzt fangen wir an. Was brauchst du als Erstes, Peter? Zu Zwiebeln, oder? Ja, zuerst kommt der Anker, ist das Käse. Das Anker, ja, das machen wir gleich. Ja, und dann brauchen wir die Zwiebeln dazu, oder? Genau. Wie heißt es bei dir? Bella. Bella. Bella, ja. Bella. Wie willst du sie haben? In Würfeln, oder? Ja. Kleine Würfel? 2,5 bis 3 mm. Das muss ziemlich genau sein. 2,5. Ja, okay. Wart ab, das kriege ich hin. Man sieht schon, dass er keine Rika hat, dass er so gut schneiden kann. Bist du damit einverstanden? Ja, das ist gut. Ist gut? Nochmal, das ist akzeptabel. Okay. Ah, wir haben mal wieder Glück gehabt hier. Nicht, dass das nichts wird mit den Elblermakronen. Wenn man es genießbar sind, sonst liegt es halt im Zwiebelschnetzer. Genau. Alpanken. Fluenalp natürlich. Das ist ja jetzt aber auch nicht wenig, ne? Ja, das ist abhängig von je nach Wetter. Die Zeit ist ja ein bisschen kalt, dann müssen wir ein bisschen Boden haben, dann tun wir ein bisschen mehr drin. Die Zwiebeln, müssen die jetzt Farbe kriegen oder wie machst du die? Ja, die tun wir jetzt hier andünsten. Ja. Das sind eigentlich, wir machen das da hinter sind Makronen, das heisst. Ah, genau, das habe ich schon mal gehört. Was bedeutet denn das? Wir fangen mit den Zwiebeln an. Normal, ja. Also was ist normal? Tut man Makronen kochen im Wasser, ja. Mit den Herdäpfeln und zuletzt tut man Zwiebeln oben. In einer Pfanne oder in Nadienst und Zwiebeln oben drüber brennen, sage ich dir. Ja. Okay. Das Goldbrühen oben über die Makronen. Am Beiß kommt jetzt Zwiebeln zuerst rein. Ah, okay. Und das ist das hinter. Wie heißt das? Hinter sie. Ja. Hinter sie Makronen. Ich habe die Kartoffeln schon geschält. Wenn du mir jetzt sagst, wie ich die schneiden muss, dann mache ich das. Am besten von links nach rechts. Von links nach rechts, sehr gut. Und wie groß? Aha, Gräse hast du gemeint? Ja. Ja, also Würfel halt. Würfel? Ja, ja. Reichen die beiden Kartoffeln oder willst du mehr? Das langt. Reicht. So halben Zentimeter große Würfel? Ja, bis ein Zentimeter. Okay. Das sieht schon eigentlich gut aus. Das Beste hier am Kochen heute ist ja, dass wir den Keli haben. Ne? Das ist schon gut. Peter, zum Wohl. Prost. Prost. So, die Kartoffeln sind auch fertig. Und die Elblermakronen, das ist ja wirklich so ein ganz typisches Essen für die Alpen früher gewesen oder auch heute noch, oder? Ja, aber Zwiebeln haben den Ball rum, der Bälle, denke ich, und Herdäpfel auch. Auch da? Und die Teigwaren, die gibt es natürlich schon seit langem. Ja, die Teigwaren sind auch haltbar, die konnte man auch genau. Hochnehmen. Ne? Und vor allem ist natürlich ein Wirtschafts- Meine natürlich für die Alper, wenn man dann sieht, wie viele Nadeln und wie viel Käse man dran tut. Und das hat man der Alp produziert und von dem hat man reichlich genug rumgekannt. Ja. Gärige Alpermakronen sind schon auf dem Feuer gemacht. Ja. Aber das, was wir heute kochen, können wir auch ohne Probleme auf dem Herd kochen, oder? Genau. Die Glosse, wie man sagt, wenn es da das dammige Holz, wenn es recht trocken ist, dann sprotzelt das rum. Und plötzlich, man sieht, die Uhr jagt zu einer da rein. Das ist aber das gewisse Etwas. Okay. Das ist der Spalte von der Zwiebeln nicht einmal mehr viel. He? Ja.
Zu den Padini, jetzt kannst du den deine Hartäpfel, weißt du, da rein. Kann ich jetzt kommen mit meinen Hartäpfel? Ja, du hattest ja eine rein. Okay. Weil das ist schon so schön gerichtet. Die lässt du jetzt auch ein bisschen anziehen? Ja, genau. Okay. Gabriela ist schon am Käse reiben. Sehr gut. Nicht einfach Käse, sprühen. Sprühen. Leckerer Flurenalp, sprühen. Jetzt kommt das Wasser dazu. Ja. Da ist jetzt. Wie viel Wasser nimmst du da jetzt? Ein Liter? Ja, das ist ein Liter mehr. Man leert ja das Wasser nicht ab. Ja. Ne? Kannst du ja nicht. Sonst ist ja, sonst ist ja der Geschmack und Salz und Zwiebeln und alles weg. Das, die Nudeln müssen gleich das ganze Wasser aufsaugen. Mhm. Und es muss dann so viel Wasser sein, dass es nicht zu trocken ist, aber genau, dass du auch nicht zu viel Wasser genau hast. Und das ist das Geheimnis, ne? Bouillonpulver dazu. Das ist jetzt aber die Spezialmischung. Ach, das ist die Spezialmischung. Okay. Genau. Und ich tue es so, dass ich jetzt Herdäpfel auch drinnen was und jetzt lässt man es ein paar Minuten kochen. Ja. Und das Wichtige ist ja, dass wenn die Makronen lind sind, dass die Herdäpfel auch lind sind, oder? Dass nicht. Das ist ja hier das Problem, sagt, oh, die Makronen sind schon fast verkocht und die Herdäpfel sind noch wie fast auf einem Stein rumkatschisch, oder? Das, ja, das wäre blöd. Das Wichtigste ist eigentlich schon, oder? Ein guter Alpsprienz nachher, das ist... Den habe ich schon bereit. Noch dran, das ist vielleicht schon noch... Hast du den Sprienz schon probiert? Oh, da. Ja? Mit Milch von uns da oben. Mit deiner Milch. Von Ende Juli war der. Ende Juli 20. Wärt ihr das schon hier oben gewesen? Ja, geschmeckt den Kia da hinten, der Weichs richtig. Ah, das schmeckst du, ne? Richtig kringen, ja, das schmeckst du. Ja, ist gut. Ah, machst du die Nudeln jetzt rein? Ja, die tue ich jetzt wollte rein tun, ohne dass du sie siehst. Ja. Das kommt darauf ab, ob du die da rechts rein tust oder links. Ah. Hey, super mit dem Peter da oben. Peter macht es gut, oder? Ja, ja. Hey, das ist so ein cooler Typ. Ja. Das ist unglaublich, ey. Das ist auch... Wenn du im Sommer hier oben mit ihm bist, der ist so entspannt, der liefert so eine gute Milch. Das ist so grandios, mit denen hier oben zu arbeiten auch. Das macht echt Spaß und das ist doch seine Welt, oder? Ja, und jetzt schön, wie er erzählt hat, dass auch schon abbrennt ist, dass er so allerlei kann passieren. Ja, das ist grandios und sie sind gleich fertig. Nein, ich tue das doch mal drunter mischen. Und was ist mit dem Rahmen? Der kommt dann auch noch dazu, ne? Niedler, den wir auch noch. Der Niedler, genau. Also musst du den Fäden ziehen jetzt, oder wie hättest du es denn gern? Ja, wir tun den kleinen und noch ein bisschen, und dann tun wir ein bisschen Niedler nach, und dann probieren wir den. Den Koch aber erst probieren. Nur den Koch? Das ich muss ja dann schlussendlich den Grind dran haben, wenn es genau. Du musst Stopp sagen. Ja, das ist aber erst gut. Jetzt tue ich nur ich probieren, oder? Und es darf auf den Tisch. Ich habe das schon bereit. Ja, genau. Nimm mich jetzt gleich wunder. Man muss etwas rausholen. Ich laue auch ein bisschen. Hm. Aha. Hm. Nicht einmal so schlecht. So super. Schlecht. Peter, dass wir können mit dir zusammen hier Elblomagronen kochen. Also du hast gekocht. Michael hat geschnipselt, ich durfte Käse raffeln und nachher schöpfen den schönsten Teil. Genau. Ja. Jetzt bleibt es nicht mehr anders, als mit Äpfeln muss zusammen die Elblomagronen geniessen. Genau. Und viel mehr müssen wir jetzt auch gar nicht sagen, weil wir essen jetzt unsere Elblomagronen. Genau. Peter, vielen Dank. Zum Wohl. Keine Geschichte, zum Wohl. Alles Gute. Danke. Und ja, danke euch. Zusammen.